Hallo, ich bin Stephen Hawking, Physiker, Kosmologe und eine Art Träumer. Ich kann mich zwar nicht bewegen und muss mit Hilfe eines Computers sprechen, aber mein Geist ist frei. Gedanklich kann ich durch das Universum reisen und mich mit seiner Geschichte befassen. Wie ist all das entstanden, was um uns herum existiert? Vom Anbeginn des Universums bis zur Entstehung unserer Erde und allem, woraus sie besteht. Welche Zukunft steht uns bevor? Und wie wird unser Universum enden? Begeben wir uns auf eine Reise durch den gesamten Raum und die gesamte Zeit. Finden wir es heraus. Ich verbringe viel Zeit damit, über das Universum nachzudenken. Es langweilt mich nie. Es ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort. Das ist eine stark verkleinerte Ansicht des Weltalls. Hier ist jeder Lichtpunkt eine ganze Galaxie und jede Galaxie eine Zusammenballung von bis zu 400 Milliarden einzelnen Sternen. Diesen Blick aufs Universum verdanken wir den neuesten Supercomputern. Ich finde die Bilder unbeschreiblich schön. Unzählige Milliarden von Galaxien bilden ein riesiges Netz, das sich in alle Richtungen ausdehnt. Und ich finde es immer wieder ergreifend, dass sich in diesem vollgepferchten Universum eine ganz außergewöhnliche Spiralgalaxie befindet. Und innerhalb dieser Galaxie existiert ein ganz normaler Stern. Er wird von 8 Planeten umkreist. Und auf einem dieser Planeten gibt es Lebewesen, die gerade erst herausgefunden haben, wie bemerkenswert das Universum ist. Wir Menschen. Wir haben im letzten Jahrhundert mehr über den Kosmos herausgefunden als alle Menschen vor uns. Endlich lösen wir die grundlegenden Rätsel, die die Menschheit seit mindestens 200.000 Jahren beschäftigen. Mir gefällt daran besonders, wie überraschend die Fakten sind und dass es eine atemberaubend elegante Erklärung für sie gibt. Wir haben herausgefunden, dass die Erde und alles um uns herum von den Sternen erschaffen wurde. Brodelnde Wasserstoffhochöfen wie unsere Sonne sind sogar für die Atome unserer Wimpern verantwortlich. Wir wissen, dass das Universum unvorstellbar alt ist, etwa 14 Milliarden Jahre. Und dass es mindestens noch doppelt so lange weiter existieren wird. Doch die erstaunlichste Tatsache ist zweifellos, dass das ganze Universum, all die unzähligen Galaxien, sogar Zeit und Raum und die Naturkräfte selbst aus dem Nichts entstanden sind. Ich finde, wir leben in einem guten Zeitalter. Wir mögen zwar nur hochentwickelte Affen sein, die auf einem kleinen Planeten leben, doch wir sind in der Lage, das Universum als Ganzes zu betrachten, und das macht uns zu etwas Besonderem.
Ich hatte schon immer ein klares Ziel. Ich will herausfinden, wie das Universum funktioniert und warum es überhaupt existiert. Zum Glück gibt es überall Hinweise. Der wichtigste befindet sich direkt über unseren Köpfen. Wenn man einen beliebigen Ausschnitt des Nachthimmels untersucht, und sei er nur stecknadelgroß, findet man Folgendes. Ein kleines Stück vom großen Galaxiennetz. Es ist weniger als ein Millionstel dessen, was wir von unserem kleinen Planeten aus vom Kosmos sehen können. Aber selbst dieser kleine Ausschnitt gibt uns Hinweise auf die Vergangenheit, die Gegenwart und vielleicht sogar die Zukunft des Universums. Aufschlussreich ist die Tatsache, dass all diese fernen Galaxien von der Erde aus gesehen leicht rötlich wirken, als würden wir sie durch eine rosa Brille betrachten. Aus diesem kleinen Farbstich können wir schließen, wie das Universum entstanden ist. Um das zu erklären, benötige ich eine gerade Straße und ein lautes Auto. Achten wir auf den Lärm, den es beim Vorbeifahren macht. Wenn sich das Auto nähert, verändert sich die Frequenz des Motorengeräusches, der Ton wird höher. Entfernt es sich, verringert sich die Frequenz. Der Ton wird tiefer. Dieses Phänomen nennt man den Doppler-Effekt. Genau dasselbe passiert mit Licht. Wenn unsere Farbwahrnehmung noch empfindlicher wäre, würden wir sehen, dass das Auto einen bläulichen Farbton hat, wenn es sich nähert. Und einen leicht roten, wenn es sich entfernt. Dieselbe Regel gilt im Weltraum. Alle fernen Galaxien sind leicht rötlich gefärbt. Aufgrund der physikalischen Gesetze entfernen sie sich also von uns. In der Tat dehnt sich das Universum in alle Richtungen aus. Es wird größer und größer, wie ein Ballon, der aufgeblasen wird. Ich gebe zu, es klingt seltsam, aber für Kosmologen ist es ein Glücksfall. Denn um herauszufinden, woher das Universum kommt, müssen wir nur die Zeit anhalten und alles rückwärts laufen lassen. Je weiter wir die Zeit zurückdrehen, desto näher rückt alles zusammen. Immer näher. Bis alle Galaxien, jedes kleinste Objekt an einem einzigen Punkt zusammentreffen. Dem absoluten Beginn von allem. Vor 13,7 Milliarden Jahren. Es ist also ganz einfach. Aus den Beobachtungen kann man folgern, dass das Universum vor sehr langer Zeit durch eine Explosion entstanden ist. Dieses Ereignis wird Urknall genannt. Doch wir sollten uns das keineswegs als lärmendes Feuerwerk vorstellen. Der absolute Beginn, der Urknall, fand in völliger Dunkelheit statt, weil das Licht noch nicht existierte. Um ihn zu sehen, wäre eine Art kosmisches Nachtsichtgerät nötig gewesen. Doch von außen hätte man den Urknall gar nicht sehen können. Denn, so seltsam es klingt, zu dem Zeitpunkt hat auch noch kein Raum existiert. Es gab also kein Außen. Der einzige Ort, der existierte, war ein Innen. Dieses frühe Universum war in der Tat sehr seltsam.
Es gibt noch vieles, das ich gern wissen würde, aber unsere normale Vorstellung von Raum und Zeit hilft uns da nicht weiter. Es gab nur einen winzigen, sehr dichten und superheißen Energienebel. Und dieser dehnte sich schlagartig aus. Mit einer gewaltigen Explosion. Ein Punkt, kleiner als ein Atom, wuchs in weniger als einem Billionstel einer Sekunde zur Größe einer Orange. In extrem kurzer Zeit also. Das Universum entstand durch Ausdehnung. Es entfaltete sich und wurde mit jeder Sekunde größer und kälter. Innerhalb von 100 Sekunden war es so groß wie unser Sonnensystem. Es hatte sich über Billionen von Kilometern ausgedehnt. Während des Vorgangs kühlte sich die reine Energie ab. Dabei entstand Materie in Form von Billionen subatomarer Teilchen. Die allerersten Objekte, die je existierten. Die Hälfte dieser Teilchen bestand aus Materie. Der Stoff, aus dem auch wir gemacht sind. Der Rest aus dem Gegenteil von Materie, der sogenannten Antimaterie. Wenn beide aufeinandertreffen, zerstören sie sich gegenseitig in einem Energieblitz. Ein Universum aufzubauen ist anscheinend ein sehr gewaltsamer Akt. Erstaunlicherweise gab es ein bisschen mehr Materie als Antimaterie, sodass jedes milliardste Materieteilchen überlebte. Das war unser Glück, denn aus diesem Rest besteht unser heutiges Universum. Man könnte sagen, wir sind aus dem Rauch des Urknalls entstanden. Als der Kosmos 10 Minuten alt war, hatte er bereits einen Durchmesser von Tausenden von Lichtjahren. Danach breitete er sich 300.000 Jahre lang immer weiter aus und kühlte ab, bis sich schließlich der Nebel legte und das Universum sichtbar wurde. So fing alles an. Ich finde, das ist eine ziemlich fantastische Geschichte und viel seltsamer als alle Erklärungen, die sich unsere Vorfahren ausgedacht haben. Doch auch was als nächstes geschah, ist ziemlich sensationell. Das ist die Bewegung des Universums im Schnelldurchlauf. 13,7 Milliarden Jahre auf wenige Sekunden reduziert. Es zeigt, wie sich eine Gaswolke in einen riesigen Kosmos mit vielleicht 100 Milliarden Galaxien verwandelte, die in einem chaotischen Tanz umherwirbeln. Ich mache die Menschen gern darauf aufmerksam, dass all das Atom für Atom aufgebaut werden musste. Eine sensationelle Konstruktion von überirdischen Ausmaßen. Was trieb dieses kosmische Uhrwerk an? Ich würde sagen, es war die Schwerkraft. Die Theorie der Schwerkraft wurde von Isaac Newton entwickelt. Newton hatte denselben Lehrstuhl inne wie ich hier an der Cambridge University, allerdings im 17. Jahrhundert. Die Idee soll ihm gekommen sein, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel.
Apfel verhalf ihm zu der Erkenntnis, dass sich alle Objekte gegenseitig anziehen. Und je größer ihre Masse, desto stärker ist die Anziehungskraft. Die Äpfel werden zur Erde hingezogen. Und obwohl man es nicht sehen kann, bewegt sich die Erde ein klein wenig auf die Äpfel zu. Durch die Kraft der Gravitation strebt alles zueinander. Die Gravitation wurde durch den Urknall erschaffen. Und seither wirkt sie auf alle Objekte ein. Sie sorgt dafür, dass Sie, ich und die Äpfel auf der Erde bleiben. In der Frühzeit des Universums kam der Schwerkraft eine noch wichtigere Rolle zu. Gleich nach dem Urknall bestand das Universum nur aus Gas, das fast gleichmäßig im ganzen Raum verteilt war. In den nächsten 200 Millionen Jahren sorgte die Schwerkraft dafür, dass sich das Gas zusammenballte und sich die ersten Strukturen bildeten, aus denen alles Weitere entstand. Doch das wäre beinahe nicht passiert. Wenn nicht ein weiterer kosmischer Glücksfall eingetreten wäre, gäbe es weder Sie, noch mich, noch die Sterne, noch Planeten. Nichts. Das wissen wir, weil 1982 eine Gruppe von Wissenschaftlern, zu denen auch ich gehörte, 3 Wochen damit zubrachte, es herauszuarbeiten. Wir stellten hochkomplizierte Berechnungen an, aber darstellen lässt sich unsere Entdeckung ganz einfach. Ich brauche dazu nur einen sehr ebenen Boden wie diesen hier beispielsweise. Das ist der Speisesaal in meinem College. Ich werde auf dem Boden nun eine Menge kleiner Stahlkugeln verteilen. Diese Kugeln stellen die Materie des frühen Universums dar. Ein Gas, das sich im riesigen Kosmos gleichmäßig verteilt hatte. Und jetzt brauchen wir Glück. Wenn alle Kugeln gleich weit voneinander entfernt sind, zieht die Gravitation sie mit gleicher Kraft in alle Richtungen. Das heißt, sie bleiben, wo sie sind und nichts passiert. Erfreulicherweise ist eine der Regeln des Universums, dass nichts perfekt ist. Perfektion existiert einfach nicht. Im frühen Universum gab es eine winzige Unebenheit. Man kann sie simulieren, indem man nur 5 Kugeln entfernt. Dadurch hat sich nicht allzu viel verändert. Aber das Fehlen dieser Kugeln eröffnet der Schwerkraft gigantische Möglichkeiten. Sie wirkt nun auf einige Kugeln seitlich etwas stärker ein. Diese winzige Unregelmäßigkeit im Kugelmeer bietet der Gravitation einen Angriffspunkt. Und genau das ist damals im jungen Universum passiert. Einige Bereiche der Gaswolke waren weniger dicht als der Rest. Diese Stellen entsprechen den Lücken zwischen den Kugeln.
Die dichteren Bereiche der Gaswolke klumpten aufgrund der Schwerkraft zusammen. Und in diesen Bereichen formten sich die Sterne und Galaxien. Das war der erste Schritt des Universums auf dem Weg zu seiner heutigen Schönheit. All das verdanken wir der Unregelmäßigkeit, der fehlenden Perfektion und dem Mangel an Ordnung. Wenn sich das nächste Mal jemand bei Ihnen beschwert, Sie hätten einen Fehler begangen, sagen Sie ihm, vielleicht hatte es auch sein Gutes. Denn ohne Fehler wären weder Sie noch ich entstanden. Vor 13,5 Milliarden Jahren bestand das Universum hauptsächlich aus Wasserstoffgas. Und die Schwerkraft ging ihrer Aufgabe nach, das Gas langsam zu riesigen Wolken zu verdichten. Wasserstoff ist das einfachste aller Elemente, aber es hat eine besondere Eigenschaft. Es ist eine ungeheure Energiequelle. Erhitzt man Wasserstoff auf über 10 Millionen Grad, dann erzeugt er die Energie, die die Sterne zum Leuchten bringt. Und das Universum mit Wärme und Licht versorgt. Um zu verstehen, wie das funktioniert, stellen wir uns vor, wir könnten einen kleinen Stern hier auf der Erde erzeugen. Dazu bräuchten wir erstens viel Wasserstoffgas. So viel, wie in ein Fußballstadion passt. Als nächstes müssten wir den Wasserstoff zusammenpressen, so wie es die Schwerkraft im All tut. Wenn sich der Wasserstoff verdichtet, prallen die Atome des Gases voneinander ab und die Temperatur steigt. Wenn wir das Gas auf die Größe eines Fußballs komprimiert haben, erreicht der Wasserstoff die kritischen 15 Millionen Grad. Und der Vorgang der Kernfusion setzt ein. Die Wasserstoffatomkerne verschmelzen und erzeugen ein neues, schwereres Element, Helium. Bei jedem Schritt dieses Vorgangs wird etwas Materie in reine Energie verwandelt. Wir haben einen Mini-Stern erschaffen. Wenn das ein echtes Experiment wäre, dürfte man sich jedoch nicht in seine Nähe wagen. Die Energie, die der Stern erzeugt, auch wenn er klein ist, wäre verheerend. Im jungen Universum fand dieser Vorgang zum ersten Mal und in viel größerem Maßstab statt. Die Schwerkraft komprimierte die Wasserstoffwolken Millionen Jahre lang, bis der Wasserstoff tief im Inneren so heiß wurde, dass sich die Kernfusion in Gang setzte. Der erste Stern explodierte zum Leben. Er war dank der Naturgesetze und des Rohmaterials aus dem Urknall entstanden und verströmte nun seine Energie in das riesige Universum. Er war ungefähr 1000-mal größer als unsere Sonne und leuchtete tiefblau. Es dauerte nicht lange, bis dieser Stern Gesellschaft bekam. Immer mehr Sterne leuchteten auf.
Der gleiche Vorgang vollzieht sich heute noch in unserer Sonne. Sie erzeugt die Energie, die wir zum Leben brauchen. Doch es war noch ein weiter Weg von diesem Stadium bis zum Zustand von heute. Eine komplizierte Welt wie die unsrige lässt sich nicht aus einfachen Gasen wie Wasserstoff und Helium erschaffen. Dafür sind alle möglichen anderen Elemente nötig, wie Sauerstoff und Kohlenstoff, Eisen und viele mehr. Doch wir hatten wieder Glück, denn der gleiche Vorgang, der die Sterne zum Leuchten bringt, erzeugt auch Materialien wie Sauerstoff, Kohlenstoff und Eisen. Sterne sind rein zufällig riesige Fabriken. Um einen Stern in Aktion zu sehen, stellen wir uns vor, wir könnten einen aufschneiden. Wie in unserem fußballgroßen Stern werden die Wasserstoffatome verschmolzen und so entsteht Helium, das wiederum die Energie des Sterns erzeugt. Aber Helium ist etwas schwerer als Wasserstoff, also sinkt es ins Zentrum des Sterns. Und nun reagieren auch die Heliumatome. Wenn sie verschmelzen, produzieren sie noch mehr Energie und erzeugen ein weiteres Element. Kohlenstoff, den Grundbaustein eines jeden Lebewesens. Dieser Prozess wiederholt sich immer wieder. Der Stern bekommt dadurch Schichten wie eine Zwiebel. Eine Riesenzwiebel. Je schwerer ein Element, desto weiter rückt es ins Zentrum des Sterns. Sauerstoff, Neon und den Kern bildet Eisen. Jetzt kommt es zu Veränderungen. Eisen erzeugt keine Energie, wenn es fusioniert, also geht das Feuer aus. Es bildet sich mehr und mehr Eisen im Inneren des Sterns, bis der Rest des Brennstoffs verbraucht ist. Nun gewinnt die Gravitation die Oberhand und presst den Stern weiter in sich zusammen. Während sein Kern immer weiter komprimiert wird, schnellt die Temperatur in die Höhe, bis er 100-mal heißer ist als der Kern unserer Sonne. Schließlich kollabiert der Stern und explodiert. Das ist eine Supernova. Der Tod eines Sterns und die Geburt von etwas Neuem. In wenigen Mikrosekunden läuft eine massive Druckwelle durch den Stern. Die Explosion ist so stark, dass das Eisen gezwungen wird, zu schwereren Elementen zu verschmelzen. Auf diese Weise entstehen schwere Elemente wie Gold, Platin oder Blei. Sie werden im Herzen eines explodierenden Sterns geschmiedet. Falls Sie einen Goldring besitzen, dann würdigen Sie ihn entsprechend. Das kostbare Metall wurde in einem gigantischen Blitz vor Milliarden von Jahren erzeugt. Im Finale des Vorgangs, der alle anderen Elemente um uns herum erschaffen hat. Ich bin immer wieder darüber erstaunt, dass unsere Körper aus dem Stoff der Sterne bestehen und dass unsere Herzen schlagen, weil bei der Erschaffung dieser Materialien Energie erzeugt wurde. Doch wie magisch so ein Stern auch sein mag, in unserem Kosmos gibt es noch andere faszinierende Dinge.
Circa 300 Millionen Jahre nach dem Urknall begannen die frühen Sterne Galaxien zu bilden. Im Laufe der Zeit wurden sie größer und nahmen langsam eine ganze Reihe seltsamer Formen an. Unsere Galaxis, die Milchstraße, halten wir für eine der ältesten. Sie hat sich vermutlich vor 13 Milliarden Jahren zu bilden begonnen. Sie hat einen Durchmesser von rund 100.000 Lichtjahren und enthält etwa 200 Milliarden einzelne Sterne. Wie viele es sind, weiß niemand genau, denn von der Erde aus kann man nicht alle sehen. Außerdem würde es lange dauern, sie zu zählen. All diese Sterne wurden durch die Gravitation gebildet. Deshalb könnte man sagen, die Schwerkraft ist die große Heldin des Universums. Immerhin hat sie eine unbedeutende Gaswolke in etwas Schönes und Mächtiges verwandelt. Doch wie alle interessanten Helden hat auch die Schwerkraft eine dunkle Seite. Mitten im Zentrum unserer Galaxis gibt es ein Beispiel dafür, was passiert, wenn die Schwerkraft ungehindert herrschen kann. Ein schwarzes Loch. Als ich noch jung war, befasste ich mich mit grundlegenden Berechnungen zu schwarzen Löchern. Kaum jemand verstand meine Begeisterung. Heute sind sie ein beliebtes Thema. Weltweit studieren Physiker das Verhalten von schwarzen Löchern. Heute wissen wir, dass schwarze Löcher nicht nur an sich faszinierend sind, sondern auch eine wichtige Rolle bei der Bildung von Galaxien spielen. Und sie geben uns einen Hinweis darauf, wie das Universum enden wird. Ein schwarzes Loch bildet sich, wenn ein Stern, der etwa die 20-fache Masse unserer Sonne besitzt, sein Lebensende erreicht hat. So ein Stern sieht nicht wie unsere Sonne aus, denn er ist instabil geworden. In diesem Stadium krampft er sich heftig zusammen. Ist sein Brennstoff schließlich verbraucht, beginnt er zu schrumpfen. Er wird dichter und dichter und heißer. Keine Kraft im Universum ist in der Lage, den Kollaps eines so massereichen Sterns aufzuhalten. Sein Kern ist so schwer, dass er in sich zusammenfällt. Die Gravitation hat jetzt freie Bahn. In nur 15 Sekunden presst sie mit unaufhaltsamer Kraft einen mehrere Millionen Kilometer großen Stern auf einen Durchmesser von 20 Kilometern zusammen. Die gesamte Masse des Sterns ist noch vorhanden, doch sein eigenes Gewicht drückt ihn weiter und weiter zusammen. Die Temperatur im Zentrum steigt auf 100 Milliarden Grad. Die äußeren Schichten werden in einer gigantischen Supernova weggesprengt. Aber tief im Inneren fällt der Kern nun hinab in das, was man eine Gravitationssenke nennt. Er kollabiert zu einem winzigen Punkt. Ein schwarzes Loch ist geboren. Nichts in seiner Nähe entkommt seinem Sog, nicht einmal Licht. Man kann sich kaum vorstellen, wie dicht so ein schwarzes Loch ist. Vergleichen wir es mit etwas Vertrautem. Der Erde. Stellen wir uns vor, ich könnte unseren Planeten nach und nach komprimieren und zusammenquetschen, bis die Gravitation übernimmt und ein schwarzes Loch aus ihm wird.
Wie klein müsste die Erde sein, damit sie in ihrer eigenen Gravitationssenke verschwindet? Die Erde hat einen Durchmesser von knapp 13.000 Kilometern. Ich müsste sie auf die Größe einer Erbse zusammenpressen. Damals, als ich schwarze Löcher studierte, machte ich die verblüffende Entdeckung, dass ein schwarzes Loch nicht total schwarz sein kann. Aus demselben Grund, warum das junge Universum nicht perfekt ausgedehnt sein konnte. Es gibt keine Perfektion. Auch schwarze Löcher geben Strahlung ab. Je kleiner das schwarze Loch, desto mehr Strahlung. Ein winziges schwarzes Loch, das etwa die Masse eines Gebirges hat, müsste sogar leuchten. Die schwarzen Löcher im Weltraum sind alle viel größer. Die kleineren haben etwa die vierfache Masse unserer Sonne und einen Durchmesser von 24 Kilometern. Einige sind viel größer. Sie enthalten die Masse von Tausenden von Sonnen. Und dann gibt es die wirklich großen. Supermassereiche schwarze Löcher befinden sich im Zentrum von Galaxien wie der unseren. Dieses schwarze Loch hat vermutlich die Masse von 4 Millionen Sonnen und einen Durchmesser von 18 Millionen Kilometern. Solche schwarzen Löcher bilden den Mittelpunkt vieler Galaxien, ähnlich wie die Narbe bei einem Rad. Auch unsere Milchstraße rotiert um ein schwarzes Loch. Sie fungieren als eine Art Stabilisator, der den Galaxien Halt gibt und ihnen ihre Form verleiht. 8 Milliarden Jahre nach dem Urknall und dank einer Reihe glücklicher Fügungen gibt es Sterne und Galaxien, die langsam um riesige schwarze Löcher kreisen. Damit ist die Szenerie geschaffen für etwas, das uns direkt betrifft. Die Entstehung unserer Sonne, der Erde und letztendlich der Menschen. Unser Sonnensystem, der Ort, den wir unser Zuhause nennen, liegt etwa 26.000 Lichtjahre vom Zentrum unserer Galaxis, der Milchstraße, entfernt. Oder auf 2/3 der Wegstrecke bis zum Rand. Wie diese riesigen Planeten dazu kamen, um unsere Sonne zu kreisen, ist eine Geschichte, die 6 Milliarden Jahre dauerte. Da wir nicht so viel Zeit haben, raffe ich das Ganze etwas. Es begann mit einem Knall. Vor langer Zeit explodierte ein alter Stern und stieß dabei Wolken aus Elementarteilchen aus, die er zu seinen Lebzeiten erzeugt hatte. Dazu kamen schwere Metalle, die bei seinem Tod entstanden. Das wissen wir, weil wir heute im Weltraum ähnliche Wolken beobachten können. Man nennt sie Nebel. Sie sind wunderschön. Die Nebel sind sehr unterschiedlich. In unserem Fall enthielten die Wolken Stickstoff, Sauerstoff, Eisen, Silizium und all die anderen Elemente, die nötig sind, um eine Welt wie die unsere zu erschaffen. Als nächstes begann die unermüdliche Kraft der Gravitation, alles wieder zusammenzuziehen. Und so setzte der langwierige Prozess der Planetenformung ein. Es entstanden ausgedehnte Staubspiralen. Und im Zentrum einer solchen formte sich der Gesteinsplanet Erde. Aus Sternenstaub erbaut und von der Schwerkraft zusammengefügt. Hundert Millionen Jahre später hatte sie Milliarden Tonnen kosmischen Gerölls aufgenommen und war zu einer gigantischen Kugel angewachsen. So
So ist die Erde entstanden und damit die Voraussetzung für alles irdische Leben. Doch unser Planet wäre ewig eine große, sterile Kugel aus Gestein und Mineralien geblieben, wenn nicht noch ein Ereignis eingetreten wäre. Eine weitere Naturkraft brach sich Bahn. Millionen Kilometer entfernt, im Zentrum eines riesigen Nebels, waren der Druck und die Temperaturen einer Kugel aus Wasserstoffgas so angestiegen, dass ihre Atome zu verschmelzen begannen. Ein neuer Stern, unsere Sonne, wurde geboren. Als die Sonne zu glühen begann, dünstete sie eine Wolke aus geladenen Teilchen aus, den sogenannten Sonnenwind. Dieser blies die Staub- und Gasreste des Nebels hinaus an den Rand des Sonnensystems, weshalb der Raum zwischen den Planeten heute frei von Materie ist. In den äußeren Bereichen des Sonnensystems befinden sich die riesigen Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Weiter innen kreisen die dichteren Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Mars und natürlich die Erde. Zum Glück für uns hat die Sonne mit ihrem Durchmesser von 1,39 Millionen Kilometern genau die richtige Größe, um eine lange Zeit beständig brennen zu können. 8 Milliarden Jahre. Ausreichend Zeit für eine weitere Entwicklung. Die Entstehung des Lebens. Unendliche Weiten, Milliarden Sterne, Energie, Raum und Zeit entstehen im Universum ständig neu. Unzählige Galaxien bilden ein riesiges Netz, das sich in alle Richtungen ausdehnt. Eine dunkle Energie treibt das Weltall auseinander. Wird die Erde das überleben?